Wie hat Ihnen der Auftritt der Kandidaten gefallen? Ich fand es super. Also es waren sehr unterschiedliche Kandidaten und gleichzeitig fand ich es aber wahnsinnig schwer, weil sich gerade die Mädels doch relativ ähnlich waren und ich war selber ein bisschen überrascht, dass sich von Runde 1 zu Runde 2 meine Meinung ganz schön geändert hat. Auf was haben Sie bei den Kandidaten besonders geachtet? Mir ist ganz wichtig, richtiges, wirklich natürliches und authentisches Lachen. Also es gibt ja Leute, die fletschen irgendwie nur die Zähne und es ist einfach kein Lachen für mich. Und deswegen, man sieht schon den Unterschied. Und ich fand es auch sehr, sehr wichtig, dass die Kandidaten ganz oft den Blickkontakt zur Jury gesucht haben. Weil wenn einem jemand in die Augen schaut, da hat man schon nochmal einen anderen Eindruck irgendwie von den Kandidaten, als wenn die nur irgendwo hinschauen. Was muss für Sie die neue Miss Augsburg bzw. der Mr. Augsburg mitbringen? Das Gesamtpaket. Also er oder sie muss natürlich sprechen können, das ist ganz wichtig. Es gibt ja Menschen, die machen den Mund auf und man merkt, die sind nicht die hellste Birne am Christbaum. Natürlich die ganze Ausstrahlung, wie sie sich bewegen. Ich persönlich mag hängende Schultern zum Beispiel gar nicht und achte zum Beispiel auch auf die Hände und Füße. Das war jetzt gerade in der letzten Runde bei den Männern der ein oder andere Schock, muss ich zugeben. Aber ansonsten, es muss einfach natürlich und authentisch sein. Jemand darf sich nicht verstellen.